Aber was war hier? Geht's da auf der Seite runter? Wenn ja, dann werfen wir mal nur kurz einen Blick drauf. Ah ja, da ging's da lang. Okay. Ich schätze mal, das läuft dann irgendwo hier drüben runter. So, das war der Mittelgang, den ich vorhin gemeint habe. Also da unten sind wir vorhin lang gegangen. Nö. Ja gut, da oben kommen wir noch nicht hoch. Hier oben auch nicht. Und das sieht fast aus wie eine Abkürzung. Von der Seite hier. Gut. Das heißt, wir springen nicht hier in die Lava, sondern gucken uns jetzt erstmal den Puzzleraum an. Beziehungsweise ich sollte mein Quick Save hier machen. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss den Dingern ausweichen. Ja, muss ich. Ich muss aber auch gleichzeitig vorwärts gehen, um schnell zu sein. Okay. Au. Nein, macht wenigstens keinen Schaden. Gut, dann nochmal das Ganze. Okay, jetzt aber, oder? Ja. Ah. Also erstmal habe ich hier zwei Ringe. Egal welchen von den beiden ich unsere Heilerin wegnehme, es macht das den gleichen Unterschied irgendwie. Weil es eigentlich ungefähr der gleiche Ring ist. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Gucken wir mal. Den würde ich dann eher Serikal geben. Den zweiten für mehr Aufmerksamkeit. Weil das macht die Zauberkraft höher. Den da möchte ich eigentlich austauschen, bitte. Ja, so ist es okay. Hoffe ich mal. Okay, aber was wir hier noch haben, ist, lege mich zwischen zwei hölzernen Gittern an einem unerreichbaren Ort. Das muss hier sein. Und ja, irgendwas ist aufgegangen. Also von der anderen Seite habe ich jetzt irgendwas aufgehen gehört. Ich muss aber auf jeden Fall noch... Gut. Also die Orientierung sagt uns, da hier das Lavabecken ist, dass hier irgendwo die Treppe sein muss. Ich muss aber halt noch die anderen... ja, die andere Statue finden wahrscheinlich, die mir noch fehlt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal hier auf der Seite zu Ende um. Also das war die komische 8, die wir da hatten, schon in der letzten Aufnahmesession. Das war die Teleporter-Abkürzung, genau.
Das heißt, wir müssen hier lang. Das ist der die Abkürzung hier rum. Da war dies Fake-Mauer. Ich sage immer unsichtbare Mauer. Dabei ist eine unsichtbare Mauer eigentlich was anderes. So, und jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht mal kurz hier runterspringen, mich heilen. Und der fordert mich nach hier, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Werden gleich mal von Rattlingen überrascht. Mein Name ist Herz. So. Müsste eigentlich schon fast ausreichen. Also ja, das ist der Weg. Oh, hi. Ihr seid ein bisschen böser, deswegen nehme ich mir euch mal auch besser vor. Achso, das da vorne sind Schützen. Ja. Nein, du heißt dich mal nicht, bitte. Und ihr sterbt einfach, danke. Naja, die Robe bringt nichts. Dafür nehme ich gerne den Heiltrank mit. Okay, das ist da. Oh! Eine Futterkammer. Mal wieder eine. Futterkammer. Oh, was ist das? Ein ganzer Käse. Kann während des Kampfes nicht... Achso, kann während des Kampfes einfach nur nicht verwendet werden. Ernährt aber garantiert die ganze Gruppe, ja. Und das ist eine halbe Salami. Die ist noch besser als der Käse. Ja. Ach ja, die nutzlose leere Karte, die bitte dahin. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Platz für meine Briefpost. So, die Karte halt noch. Gut, wir sind jetzt sehr überladen. Na, noch nicht sehr. Das merkt man auch, wir sind noch relativ schnell. Die... Die Jungs können nerven. Lass sie nur nicht so ganz nerven.
Ach, weißt du was? Ja, genau. Hau mal Feuerbälle und Todesdinger auf die raus. Wir haben ja eh genug rum. So, der Feuerring war vielleicht etwas übertrieben. Jetzt sind wir aber schon bei einem Gewicht etwas leichter. Also Essen, dann können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr verticken. Oder vergeben. Schützen hier oben. Und ja, das hier kennen wir auch. Das ist der zweite Weg zurück gewesen. Oh, und da sehe ich die letzte Statue. Gut. Hey, ihr da. Oh, hier können wir ein bisschen normal jetzt bekämpfen. Noch sterben, danke. Schuhe? Nicht wirklich. Das hier war alles? Ja, sieht aber auch nach einem aus. Wenn, dann wäre hier noch was, aber ich glaube nicht, dass sie da was reingewirkt hätten. So, nehmen wir den Weg hier, der geht schneller. Ihr da oben könnt mich mal. Ich komme nachher gleich zu euch runter. Mehr oder weniger und versohle euch den Hintern. Das war auch nicht unbedingt was, was man gebrauchen könnte, soweit ich weiß. Nee. Ah ja, Radkin-Sklaven. Mir aus gerne. Dumm. Dumm, dumm. Ah ja. Es geht aber auch wieder zu, okay. Oh. Die sind ja recht freundlich. Nicht. Thank you.
Mist, ich kann den Schaman nicht anwählen. Ah, jetzt. Ich kann einfach durch und durch tappen. War nur nicht kein richtiges Anwählen. Ja. Ist eine Zweihandwaffe. Nö. Willenskraft, Ausdauer. Dann mach das mal so. So krieg mach. Scheint das richtig fun zu machen dann. Okay. Hier bin ich nicht an der komischen Nische, die ist da drüben. Und ja, jetzt bin ich wirklich überladen. Oh. Oh, nicht schön. Hi. Da unten waren noch Gegner, die habe ich genau gesehen. Ha! Der ist was für Silastra. Auf jeden Fall. Gut, damit wäre das geklärt. Ich könnte hier runter gehen. Ich könnte aber auch erst hier lang gehen. Wobei ich das Gefühl habe, das geht, führt mich zu dem Götzen. Also will ich erst die Jungs aufmischen. So, ich will gern den angreifen. Und dann hauen wir einfach wieder alles raus, was wir so haben. Nee, nee, du heilst dich nicht. So, der Rattling muss als nächstes sterben. Warum sieht das so aus, als ob da um die Ecke gleich die nächste Truppe wartet? Vier Stärke mehr, aber sonst nichts. Oh, da wartet auch schon die nächste Truppe. So, weg mit denen. Thank you.
So, entwickelt die letzten noch bitte.